ja diese Staublungen, die sterben beim Kämpfen. Und deshalb herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dawn of War 2 Chaos Rising. Wir sind hier immer noch auf dem wunderschönen, staubigen Sommeridylle Calderis und wollen jetzt gerade unseren Kollegen und Bruder Apollo Diomedes in den Arsch treten. Denn er hat unseren Mentor Gabriel Angelos zum Ketzer oder so. Er ist falsch, sagen wir so. Klopf, klopf. Soll ich das Teil zerstören? So. Huch, was ist denn das? Ach so, cool. Das sieht dann so aus, was ich euch zeigen wollte. Härte! Des Zweifels sozusagen. Im positiven Sinne natürlich. Das war schockierend schnell. Hey. Fuck, hätte ich gewusst, dass dieser Kampf so schnell dauert. Oh, cool. Dann hätte ich das natürlich anders geplant. Das war... Kommandant, ich habe die Codes gefunden, die wir brauchen. Wer also ist der Verräter? Die Dekodierungsriten zu Identifizierung sind noch nicht komplett. Jedoch haben wir die Codes erlaubt, weitere Daten von der Gerichterkadaver aufzudecken. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo die wahre Operationsbasis der Black Legion auf Aurelia versteckt ist. Ja, jetzt wird es natürlich heiß. Oh, ich bin schon Champion der Exterminierung. Lässig. Wir haben alle jetzt etwas Korruption bekommen. Fast alle. Ja, er hat etwas Korruption bekommen, das passt schon recht gut. Ich möchte mir gern sehen, wie das Schwert ausschaut. Ach, das ist das Schwert, das Galan geführt hat. Faszinierend. Sonst haben wir nichts bekommen. Null. Eine Energiefaust, ich brauche Energieklauen. Sturmkanone Bolter. Kampfschrotflinte, Psi-Buch, Bolter, Sturmbolter, Energieklaue, Energiehammer, Multimeter. Da ich einen Schrott von Schrotflinte habe, wäre eine Schrotflinte hier nicht zu versagen. Da ich ja ein... Wow. Eigentlich ein riesengroßer Fan von Schrotflinten bin. Heilige Maria, das ist eine Waffe. Die krassen Kämpfe gerade haben selten einen Kommandanten, der so pragmatisch und ruchlos war wie bei der Verteidigung ihrer großen Festung, soll gerade verließ er sich immer auf seine meisterhafte Schrankfläche, seine Gabe vom Gouverneur, also eine Gabe vom Gouverneur des Palastes. Yeah, cool. Nette Schrotflinte. Mi piace. Die Codes der Ehrengarde haben einen Großteil des Logikantriebs der Gerichterkadaver freigegeben. Diese Aufzeichnung des Apothekarius Galan scheint relevant zu sein. Skriptor Kyras wird von Stunde zu Stunde verdrießlicher. Er ist ein starkes Element gegen die Dinge, die in diesem alten Schiff lauern. Aber er tut wenig, um unseren Glauben aufrechtzuerhalten. Beim Morgengebet erzählt er von einer großen Schlacht auf einer verlorenen Welt namens Aurelia. Ein schrecklicher Dämon hatte den Planeten besetzt und Warpstürme beschworen. Die Blood Ravens bekämpfen den Dämon in einem Ordenslager. Das hätte uns alle inspirieren sollen, ne?
machte daraus eine Geschichte des Neids. Er beschrieb, wie seine Brüder einer nach dem anderen starben, um diesen Dämon zu binden. Aber er nannte ihr Opfer nutzlos. Die teuflische Kreatur war noch immer frei. Und irgendwie wusste ich den Namen der Kreatur, bevor Kyras ihn erwähnte. Ulkaia. Ein Dämon, der in der Tiefe von Aurelia gebunden war. Eliphaz scheint seine Befreiung zu wollen. Ich kann Ihre danken, Skrytor. Ich kann das Lager ausfindig machen, wenn wir nach Aurelia zurückkehren. Sehr cool. Da würde ich sagen, der Lohn der Sünde. Jetzt geht's wirklich heiß her, muss man sagen. Jetzt sind wir auf der Zielgerade, noch eine Handvoll Missionen und dann war's das. Da haben wir das, was ich eigentlich die ganze Zeit heraufbeschworen habe. Avitus ist der Verräter. Ich kann jetzt fast ihr Wimmern hören. Wie konnte er uns verraten? Warum, Avitus, warum? Schauen Sie sich diesen Planeten an. Schauen Sie nur. Deshalb. Es ist in der gesamten Galaxie das Gleiche. Zerbrochen, zerschlagen, bis zum Kern zerfallen. Ehre, Bruderschaft... Pflicht. Das sind nur noch Illusionen und Lügen. Wir nutzen sie, um Tod und Vernichtung in unserem Sog zu rechtfertigen. Das kann ich nicht mehr hinnehmen. Ich habe den Verfall der Ehre unseres Ordens gesehen. Und das rechtfertigt nichts. Meine Erinnerungen sind mit den Schreien jener erfüllt, die ich getötet habe. Wo andere Leben sehen, sehe ich nur Tod. Wir wissen alle, wie dies enden wird. Wir haben es immer gewusst. Es endet mit Blut. Ja. Warum ist Avitus der Verräter? Weil seine Korruptionsanzeige am höchsten war. Erste Rechtfertigung. Warum habe ich Avitus zum Verräter gemacht? Weil Avitus der Verräter ist. Im nächsten Teil werden wir nämlich da ja noch nachher Aufschluss darauf erfahren. Wer davon, soll ich das schon spoilern?
Ja, wir waren eines Tages im nächsten Teil auf Tarkus treffen und der wird sagen, dass er einen alten Freund, der mit ihm auf Kronos gedient hat, erschlagen musste. Hier jetzt. Und der Einzige, übrigens extrem lässige Rüstung, der Einzige, der mit ihm auf Kronos diente, die Einzigen waren Fuel und Avitus, da Fuel kein Verräter sein kann, ne? Das ist nur der Avitus-Ausschlussprinzip. Jetzt zur Erläuterung. Zur Korruption muss ich euch noch etwas dazu sagen. Wenn ihr den Kommandanten auf 100% Korruption bringt, dann wird euch Fuel verlassen. Denn Fuel kann nicht einem korrupten Anführer folgen. Deshalb verlässt er freiwillig. Und der Verräter ist nicht der Kommandant, sondern der Verräter ist Martellus. Deshalb auch das Ganze mit dem Dschungel und mit dem Überleben und so. Das bedeutet, man verliert im Grunde eigentlich immer einen. Auch wenn jetzt alle gut wären, ist... Okay, man verliert keinen, wenn jeder gut ist. Wenn alle rein sind, dann ist trotzdem Martellus der Verräter. Sind alle böse, dann ist Jonah Orion der Verräter. Aus Gründen, die mir, ja, mittelprächtig rätselhaft erscheinen. So. Lohn der Sünder, wir müssen den alten Avitus jetzt zertöten. Tarkus muss mit. Das kann man nicht verantworten, wenn der Alte nicht mitgeht. Und ein Fuel muss ich mitnehmen, unbedingt. Und da ich die Mission annähernd kenne, weiß ich, dass ich den Cyrus auch brauche. So. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Nein. Der Verräter ist jetzt auf dem Boden. Avitus hat sich zu einer Basis der Black Legion auf dem Argent-Gletscher zurückgezogen. Dort wimmelt es von Feinden. Aber das darf für uns kein Hindernis sein. Avitus darf der Vergeltung nicht entkommen. Welche Informationen haben wir über die feindlichen Streitkräfte? Was schlagen Sie vor? Die Verräterlegionen haben keine Disziplin. Ihre Patrouillen sind mehr daran interessiert, etwas zum Töten zu finden, als aufzuklären. Ich bezweifle, dass sie Melderiten oder einen regelmäßigen Patrouillenwechsel haben. Wenn wir angreifen und die Patrouillen schnell besiegen, könnte das unbemerkt bleiben. Das gleiche gilt für die Außenlager. Wir können uns von Ziel zu Ziel bewegen und den Feind schwächen, bis wir die Hauptbasis angreifen und Vergeltung fordern können. Das klingt doch immer sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, ich muss jetzt schnell danach. Suchen wir jetzt Tarkus an. Cyrus' Strategie ist gut, Kommandant. Seine Analyse der Verräterlegionen stimmt mit dem Kodex überein. Cyrus war jedoch nicht auf Kronos. Eliphas hat sich immer wieder als unglaublich schlau erwiesen. Er kennt die Schwächen seiner Sklaven genau. Ich bin mir sicher, dass er diesbezüglich etwas unternommen. Ja, ich muss mich gleich ausklinken, aber deshalb unterbreche ich die Folge nicht. Noch zur Information, ihr könnt jeden Einzelnen, außer Fionn und den Kommandanten, dazu bringen, dass er der Verräter ist. Dazu einfach nur, wie bei ich bei Avitus, jetzt einfach die Korruptionsanzeige hochzüchten. Ist sicher faszinierend, denn wir werden hier jetzt sehr viel erfahren. Was höchst faszinierend ist, okay. Ich klinke mich mal kurz aus und bin dann gleich wieder da. Ich schreibe mir das auf. 15 Minuten, 14, dann passt das. Bis gleich. Ach ja, und dann bin ich auch schon wieder hier. Dieser kurze Schnipp war für euch ja nur nicht mal eine Sekunde. Für mich war es mehr als ein Tag. Strategie ist gut, Kommandant. Seine Analyse der Verräterlegion stimmt mit dem Kodex. So. Ordensmeister Azaria Kyras. Kyras ist alt und mächtig. Und ihn als Ordensmeister und Kryptomagister der Blood Ravens. Kyras kommandiert von der Omnia Arcanum aus.
einem massiven Schlachtkreuzer, der die geheimsten Aufzeichnungen und die mächtigsten Reliquien des Ordens bewahrt. Kyras eigene Geschichte gehört zu den am besten behüteten Geheimnissen. Kyras war auf Aurelia, als der Warp den Planeten vor 1000 Jahren verschluckte. Man dachte, er sei verloren, bis er Jahrhunderte später an Bord der Gerichtskadaver wieder auftauchte. Manche nennen Kyras Überleben ein Wunder oder ein Zeugnis seiner Größe. Gabriel Angelos fürchtet jedoch seit langem, dass es ein Zeichen von etwas wesentlich Finsterem ist. Ja. Man muss bedenken, dass Ordensmeister Saria Kyras mich persönlich erwählt hatte zum Oberkommandierenden. Das habe ich euch doch letztes Let's Play gezeigt. Yep. Habe ich gesagt, ich wurde wortwörtlich von Azaria Kyras erwählt. Ja, er hatte aber offensichtlich Hoffnung darin, dass ich dem Chaos anheimfalle. Hallo, Brüder. Servus. Ich weiß, dass Sie da draußen sind und zu mir kommen. Dieser Eliphas hat die Gegend mit Abschaum der Black Legion gefüllt. Kümmern Sie sich um ihn. Ich erwarte Sie hier. Avitus hat noch Zugriff auf die Sprachkanäle, Kommandant. Ich markiere seine Position auf der Karte, wie auch die der zwei Außenlager der Black Legion. Eliminieren Sie sie, um die Hauptfestung zu schwächen. Seien Sie auf der Hut vor Patrouillen. Ja, und damit haben wir auch schon diese Mission. Jetzt muss ich noch sagen, ich habe, wie schon gesagt, diese kurze Unterbrechung war für euch jetzt nur kurz. Ich hatte gestern noch einen kurzen kleinen Termin, deshalb ist es jetzt heute, wo ich diese Folge aufnehme und dann noch hochlade, obwohl ich gestern schon damit begonnen habe. Aha. Da ist eine Patrouille. Huch. Meid oder eliminieren Sie Patrouillen des Chaos? Eliminieren. Und morden. Oh. Lasst sie nicht entkommen. Wen? Tja, eigentlich ist geplant, dass man sich hier durchschleicht. Ach ja, Ketzerei in den eigenen Reihen ist doch was Feines. Topf, 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 topf. Lager voraus. Schnell zuschlagen, damit sie keinen Alarm auslösen können. Ne, ich hätte jetzt gesagt nördlich, aber ja, je nachdem wo. Ja, da ist Norden, stimmt, okay. Östlich, stimmt schon. So. Okay. Tötet sie. Cyrus sollte sich noch hier kurz umsehen. Was haben wir denn hier? Wäre ja auch böse, dem Cyrus einfach ein Ding in die Hand zu drücken. Einen Artillerieschlag. Kennt ihr das verfluchte, beschissene Gefühl, wenn dauernd, während man aufnimmt, irgendjemand anruft? Das mag ich nicht. Das ist blöd. Ich bin jetzt knapp davor, einfach mein Handy auszuschalten, aber das ist blöd, wenn mein Handy die Stoppuhr ist. Egal. So, jetzt möchte ich gern das noch zerreißen, bevor ich dann die... Oh mein Gott. Du schaffst das. Oh, verdammt. Scheiße. Ah, verdammt, das wollte ich nicht. Weg, 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 weg. Du bist nicht Cyrus. Du bist nass berannt. Das ist nicht gut. So. So, haben wir kurz Ruhe? Okay.
Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Let's Play Dawn of War 2 Chaos Rising. Habt noch einen wunderschönen Tag, ihr alle. Tschüss.